Huhu Leute, herzlich willkommen zurück bei Final Fantasy 9. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Letztes Mal haben wir im Vulkan Guruk den Zwillingen Son und Zon ein für alle Mal das Lachen erfrieren lassen. Und wir haben die gute Hilda hier befreit. Nicht Helga, sondern Hilda. Und mit ihr zusammen sind wir schon wieder jetzt im Thronsaal von Limplung gelandet, wo sie gerade von Cid bequatscht wird, damit er sie wieder zurückverwandelt. Verzeih mir bitte, ich werde nie wieder untreu sein. Quark. Kann ich deinen Worten wirklich vertrauen? Ich schwöre es, Quark. Du bist die Einzige für mich, Quark. Tja, die Liebesbeteuerungen eines Frosches. Kann man da viel drauf geben? Nun gut, dann will ich dir glauben und die Verwünschung rückgängig machen. Juhu! Unser Herzog wird wieder der Alte. Aber das nächste Mal wirst du nicht nur als Juckzirbel davon kommen. Ich weiß, Quark. Vielleicht sollte ich dich dann in eine Igelquappe. Von der er so viel Angst hat. Alles nur das nicht, Quark. Aber jetzt mach bitte schnell. Jetzt macht er auch noch Druck hier. Na, mal sehen, wie der Herzog aussieht. Schon gut. Und ein Küsschen, siehste, wusste ich doch. Ein Küsschen auf die Wange und der Frosch verwandelt sich in einen Großherzog. Aha. Ja, der Bart ist geblieben. Aber jetzt sieht er doch etwas erhabener und majestätischer aus. Puh, endlich wieder ein Mensch, Quark. Jetzt kann ich mich endlich an den Bau der Hildegard 3 machen, Zirp. Tja, da stimmt doch irgendwas nicht. Hat wohl noch nicht so ganz geklappt. Ups. Wohl die Macht der Gewohnheit. Ja, das Gezirpe und Gequake muss er sich noch abgewöhnen, der gute Herzog, aber er ist schon mal wieder bei Kräften. Cid. Verzeih mir, Hilda. Oh. Happy End, zumindest an der Front. Und wir waren gleich mal wieder komplett geheilt, sehr gut. Übrigens habe ich den Kampf nochmal gemacht vom letzten Mal, weil die 22 AP, die wollte ich mir dann doch nicht durch die Lappen gehen lassen. Und ja, Eiko ist mit Medica fertig geworden dadurch. Ansonsten ist alles wie gehabt. Okay, wir haben hier irgendwie Lilly sprechen, im Traum oder so. Warum plötzlich wieder diese Förmlichkeiten? Mit Verlaub, sie dann, macht bitte auf. Oh, wie peinlich, von dem Limplum-Soldaten hier Gespräche im Traum geführt. Was denn, mein Traum? Und, was steht denn an? Großherzogin Hilda erwartet euch im Konferenzraum. Ach so, okay. Hätte gerne noch eine Fortsetzung geträumt. Bitte was? Macht nichts Wichtiges. Ja, das geht euch das auch manchmal so. Mir geht das manchmal so, wenn ich dann irgendwas träume und es ist ein schöner Traum, dann versuche ich mit Gewalt den Traum weiter zu träumen. Moment, Telefon. So, entschuldigt die kurze Unterbrechung. Jetzt geht's weiter. Was wolltest du? Ja. So, diesmal sind die Truhen leider noch leer. Wir können nicht weiter abstauben. Was wir jetzt hier machen wollen, ist noch mit dem Mokri sprechen. Mok. Hast du was für uns? Ah, ja, bitte, Kubo. Übergib diesen Brief an Cool Mok. Ja, das ist MC Cool Mok. Wir werden dann sehen, wie der seine Rhymes in seinem Brief kickt. Haftbefehl ist nichts dagegen. So. Dann gehen wir jetzt mal die Herzogin besuchen. Oh, wir bauen Bus. Achso. Nee, gut. Ja, der Weg ist ja eigentlich bekannt. Hier gibt es jetzt auch nichts groß Neues. Einfach wieder zum Fahrstuhl und ab geht die Post. Zweite Ebene. Ich könnte auch nochmal bei dem Mokri im Gasthaus vorbeischauen. In der Stadt unten. Aber vielleicht kommen wir da später noch vorbei.
Jetzt gibt es erstmal eine Menge Story. So, Konferenzraum war, glaube ich, unten hier. Eine Menge Dialoge stehen uns jetzt bevor. Und dann werden wir auf die große, weite Welt hinausgelassen. So, und alle anwesend. Wer ist denn der Opa da? Sidan kennt den Großherzog noch gar nicht in seiner richtigen Gestalt. Angeblich Großherzog Sid. Was? Say what? Ist bestimmt der Pegel ordentlich hochgegangen vom Mikro. Respektlos wie immer. Gua. Ja. Respektlos wie immer, wie mir scheint. Naja, gerade noch die Kurve gekriegt. Aber den Frosch da sehen steckt ja auch noch in die Knochen, was? In den Schenkeln, besser gesagt. Genug Quark. Braucht nur noch eine Weile. Wie dem auch sei, gibt es weitaus Wichtigeres zu besprechen. Ich habe diese Versammlung einberufen, um euch darüber zu informieren, was Kuya mir erzählte. Es könnte uns vielleicht Aufschluss geben, wo er sich versteckt hält. Die Prinzessin scheint wieder nicht anwesend zu sein. Stimmt, ja, Lilyfield. Diesmal werde ich sie suchen gehen. Okay, Stein nimmt das selbst in die Hand und verlässt hier mit viel Getöse und viel Geklapper die Versammlung. Ich werde mich unverzüglich an die Borde Hildegard 3 machen. Dafür müssen wir die blaue Narzissa ein wenig umbauen. Werden wir die blaue Narzissa ein wenig umbauen müssen. Den Rest wird euch Hilda mitteilen. Ich übergebe das Wort an Hilda. Sie hat doch schon was gesagt. Egal. Was waren das alles für Geschichten, die Kuya dir erzählt hat? Einige waren einfach zu unglaubwürdig, aber hört sie euch selbst an. Kuya plant mit Hilfe unserer Welt zu schier unbeschreiblicher Macht zu gelangen. Macht? Was will er denn damit? Tja, vielleicht will er der Macht das Gleichgewicht bringen. Das weiß ich auch nicht, aber angeblich ist Kuya kein Mensch von dieser Welt. Hm? Sondern, was denn dann? Ein Alien? Wie bitte? Hat er vielleicht unter seinem Umhang noch zwei weitere Arme versteckt, wie der vierarmige Günther oder so? Der Planet, auf dem wir leben, heißt Gaia. Und Kuya nannte seinen Heimatplaneten Terra. Okay, das haben, wussten wir schon, dass Terra auch so ein Planet ist. Und Kuya kommt also daher, okay. Terra, eine andere Welt. Und AT, Generalmobilmachung. Oh oh, wer rüstet denn hier auf? Die Tantalus! Da steht ja der. Da steht da der. Das dreckige Pack. Und wir gehen die Reparatur bei euch voran. Das dauert noch, ist ja alles voll kaputt, fix. Sinna hat recht, es geht nur schleppend voran und so. Wirklich schleppend? Yep. Ich habe keine Lust, da oben zu arbeiten, außerdem habe ich Höhenangst. Puh, sieht aus, als hätten wir noch einiges vor uns, was? Hier ist sie halt auch nicht. Aber wo ist die Prinzessin denn dann? Hey, was willst du hier? Hm, das könnte ich dich auch fragen. Du Lump, Kerl. Das geht dich nichts an. Und überhaupt, was haltet ihr hier wieder für illegale Versammlungen ab? Okay, in Lindblom gibt es noch keine Grundrechte, also nichts mit Versammlungsrecht hier. Und freie Meinungsäußerung. Alter, was in deinem Kopf vorgeht, möchte ich gerne mal wissen. Nimm mir da an, wie mir das Diana-Fiedel am besten wieder aufbeint, so ein Zifix. Yep, so ist es. Was sollen also deine beleidigenden Andeutungen und so? Yep, was soll das? Tja, da hast du es. Aber sag mal, du siehst mächtig besorgt aus. Was ist los? Was ist passiert? Was es auch immer ist, uns kannst du sagen. Bark der Seelenklempner? Kann ich das? Logisch, also. Die Prinzessin ist verschollen. No way. Da ich sie nirgends im Schloss finden kann, dachte ich, sie wäre vielleicht irgendwo in der Stadt, aber... Da du dich in den Straßen von Lindblom nicht auskennst, helfen wir dem besser mal beim Suchen. Das wird das nie was. Aber.
Vertrau mir, wir kennen den Punkt besser als zu deinen verrosteten Helm. Die Prinzessin haben wir ratzfatz gefunden. Also Leute, alles klar. Es gilt, die Prinzessin zu finden. Hi! Und ausschwärmen. Danke. Da musste sich zu einem Danke durchringen. Aber man hilft auch gerne. Tja, der gutherzige Bark. Unter seinem zotteligen Bart steckt doch ein weicher Kern. Die Tür zu Terra befindet sich angeblich auf der Insel des Lichts. Okay, von der haben wir ja schon in Estugada gehört. Wir wissen zwar nicht, wohin er sich verkrochen hat, aber vielleicht erfahren wir dort etwas. Allerdings kann man von dieser Insel des Lichts nicht ohne weiteres die Tür nach Terra öffnen. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Außerdem wäre diese andere Welt denn schon längst jedem bekannt. Ja, das ist wieder sehr nüchtern betrachtet, Mahagon. Und was heißt es für uns? Es geht noch weiter. Diese Insel, die beide Welten miteinander verknüpft, ist versiegelt. Und den Schlüssel, um die Versiegelung aufzuheben, gibt es nur an einem bestimmten Ort. Und der ist wo? Ja, das wäre jetzt mal ganz interessant. In einem alten Schloss im Norden des vergessenen Kontinents. Okay, das ist der, wo Oil Ver drauf ist. Auch der Abenteurer Ibsen berichtet von diesem alten Schloss. Da haben wir den Namen Ibsen, den haben wir schon mal gehört, als wir mit Lilly in Medain Sari auf dem Boot waren. Jedoch sucht er in den hohen Gebirgen vergeblich nach ihm. Allerdings ist der gesamte vergessene Kontinent noch weitgehend unerforscht. Ja, nur wir kennen jetzt Oil Ver schon mal. Und ein Kusmorast haben wir auch schon gesehen. Da dieses sagenumwobene Schloss keinen Namen hat, wird es von den meisten als alte Hochburg Ibsen bezeichnet. Die alte Hochburg Ibsen also. Okay, da steht unser neues Ziel also. Die meisten Kontinente außerhalb unserem sind tatsächlich noch zum größten Teil unerschlossen. Ja, wir sind jetzt hier sozusagen hier die Kolumbusse und Magellans und Vasco da Gamas, die hier die Welt entdecken. Wir bräuchten noch eine gute Kartenzeichnerin. So, und es geht an die Docks von den Blumen, wo Sid gerade eintrifft. Und da ist auch wieder Zebold, der Werftmeister. Kommt ihr voran? Oh, großer Doc, schön euch endlich wiederzusehen, in menschlicher Erscheinung anzutreffen. Jetzt kann ich endlich wieder die Leitung des Schiffbaus übernehmen. Wir haben aus den Fehlern der Hildegard 2 gelernt und sind mit dem Antrieb so gut wie fertig. Okay. Kommt jetzt mehr als 100 Meter weit, das ist ja schön. Nicht, dass das Schiff wieder abstürzt. Jetzt gilt es nur noch, den Schiffsrumpf fertigzustellen, aber der ist gar nicht so ohne. Verstehe, ich hatte geplant, den Rumpf der blauen Narzisse dafür zu verwenden. Okay. Der verwurstet hier gleich noch das Schiff. Das brauchen wir doch noch, oder? Aus welchem Grund? An Bord habe ich bemerkt, wie schön aerodynamisch ihre Form eigentlich ist. Okay, und das reicht also, das zu benutzen dafür. Okay. Dass man da vielleicht voll viel anpassen muss, ist egal. Na gut. Aber vor allem haben wir keine Zeit für den Bau eines neuen Rumpfes. Ich habe schon alles in meinem Kopf entworfen. Ihr müsst euch nur nach meinen Anweisungen richten. Tja, das ging ja schnell jetzt. Kaum ist er ein Mensch wieder, hat er schon einen kompletten Plan ausgearbeitet. Lasst uns beginnen! Jawohl! Und da geht dieser komische Ingenieur mit dem dicken Nasenring, habt ihr das gesehen? Und das ist alles, was ich weiß. Toll, jetzt haben wir die Hälfte verpasst. Womöglich könnt ihr in der alten Hochburg Ibsen mehr erfahren. Aber wie hast du das nur alles von Kui erfahren? Gefragt habe ich ihn kein einziges Mal. Er hat uns einfach angefangen zu erzählen. Er wollte, dass wir ihm folgen. Der will uns auch wieder nur benutzen. Und je mehr er dies tat, desto mehr eskalierten seine Schwärmereien. Und so hat er mir von all diesen Dingen erzählt. Alte Schwätzer. Anscheinend sah er wohl auch keine Gefahr in mir. Worin er nicht Unrecht hat. Momentan können wir ihn nicht das Wasser reichen. Tja, hast du recht, Mahagon. Aber ich kann Kui auf keinen Fall verzeihen. Etwa mit dem Leben meiner Freundin zu spielen. Okay, jetzt wissen wir wenigstens, wo wir hin müssen. Die Frage ist nur, wie wir dorthin kommen. Jetzt, wo Bauteile der blauen Narzisse benötigt werden, müssen wir warten, bis die Hildegard 3 fertig ist. Sieh doch, etwas Schreckliches ist passiert.
Was ist jetzt denn wieder los, Alter? Wir haben ganz Lindenburg abgesucht, aber die Prinzessin ist nirgends zu finden. Oh nein. Die Tantalus sind mir auch zu hart gegangen, aber... Vielleicht hat die Tantalus sie wieder entführt. Sie ist nicht in Lindblum? Dann kann sie nur dort sein. Wo? Das möchte ich auch gerne wissen. Lass mich nur machen. Ja toll, der alte Rätselkramer. Der Mann spricht in Rätseln. Wartet hier in Lindblum, ich bringe sie gleich zurück. Ja, den Satz sollten wir uns mal merken. Ich bringe sie gleich zurück. Nämlich da, wo sie ist, das ist ein ganzes Stück weg. Ja, die warten hier geduldig stundenlang im Konferenzraum. Kein Problem für unsere Kameraden. Okay, und hier sind wir in Alexandria angelangt. Oh, wo geht's denn hier? Wo geht's denn da hier hin? Zifix. Wir gehen Lilly suchen. Yep. Yep, oder gibt's noch jemand anderen, den du suchst? Was redst denn hier, du Zifix? Da drüben hab ich doch schon längst geschaut, Zifix. Schau jetzt halt wo ich noch nicht geschaut hab, Zifix. Ach, ihr Trottel. Mann, kommandiert der heute wieder rum. Yep, kannst laut sagen. Mann, kommandiert der heute wieder rum. Okay, Abmarsch. Ja, Alexandria natürlich auch in Schutt und Asche. Und das ist Ruby. Ey, Ruby. Was denn, Blank und Markus? Was macht ihr denn hier? Alles in Ordnung bei euch? Bestens, wie immer. Und selber so, wie läuft denn der Theater eigentlich? Och, Geld ist noch nicht am Abwerfen tun. Aber Hauptsache, man ist mit Begeisterung dabei. Achso, man ist mit Begeisterung dabei. Meine Rede. Übrigens, unser Quartier in Lindblum, die Reparaturen gehen zwar voran, aber nein, wir müssen so langsam. Verquatscht sie natürlich wieder mit der guten Ruby hier, der alte Flirter Blank. Hast recht, Entschuldige, aber wir sind nicht nur zum Spaß nach Alexandria zurückgekommen. Um die Wahrheit zu sagen, suchen wir Lilly. Lilly? Ist mir nicht über den Weg gelaufen. Was wollt ihr von der Lilly denn? Doch nicht nur einmal Elföre tun. Ja, das hab ich auch schon vermutet. Nicht doch, wir suchen die bloß und so. Ja. Und dann schön Schutzgeld vom Herzog erpressen oder so. Wie du meine Dust. Ich könnte ja mal meine Gäste befragen. Ich gebe euch Bescheid, wenn ich was draus kriege. Das wäre klasse, danke. Abmarsch. Wenn die zwei herumläufen tun, ist sie dann gewiss auch nicht weit. Okay, gut, Ruby will also auch was von Zidane. Aber ich glaube, der hat jemand anders im Kopf. Und Aiko ist ja da auch noch als Nebenbuhlerin sozusagen. Seltsam. Ich war mir so sicher, sie wäre in Alexandria. Okay, also doch nicht hier. Okay, Leute, dann wo Lilly jetzt wirklich ist, ob wir sie hier finden und wer uns dabei hilft und was, wo wir als nächstes hinsteuern, das sehen wir nächstes Mal bei Final Fantasy 9. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.